Ja, sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will ja hier keine Glaubenskriege führen. Und manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man hier so die Diskussionsbeiträge hört und auch in überregionalen Diskursen ist das ja nicht anders. Das hat ja teilweise schon etwas ein Stück weit sehr Polarisiertes. Darum ging es mir gar nicht, sondern es geht mir um die Sache. Ich finde es dabei bloß immer ganz interessant, wenn mir dann Leute erklären, was mein Job ist und was da so läuft. Ich will es mal von einer anderen Warte aus betrachten. Hessische Landesbehörden haben für ihre Räume, unter anderem für die Staatskanzlei, inzwischen mindestens 600 mobile Luftfilter angeschafft. Also die können anscheinend keine Studien lesen. Genauso wenig wie die zahlreichen hessischen Kommunen, die ich vorhin auch teilweise genannt habe, die diesen Schritt ebenfalls gegangen sind. Und ich will hier auch gar nicht das Lüften gegen Luftfilter ausspielen. Das gehört zusammen, selbstverständlich. Und das habe ich tatsächlich auch noch nie anders gesagt. Und es geht auch nicht darum, ein bestimmtes System gegen stationäre Lüftungsanlagen auszuspielen. Natürlich müssen die dann nachgerüstet werden durch entsprechende Lüftungsanlagen. Es gibt bloß eben auch ein paar andere Studien, also zum Beispiel der Aerosolforscher Christian Kähler, Professor am Institut für Strömungsmechanik an der Bundeswehr Uni in München, äußert sich dahingehend, Luftfilter seien in der Lage, bei entsprechender Leistungsfähigkeit das indirekte Infektionsrisiko nahezu vollständig zu minimieren. Und auch andere Studien, wie zum Beispiel eine aus Frankfurt, haben das untersucht, und zwar auch mit Schülerinnen und Schülern, die in der Klasse saßen, das hat die Stuttgarter-Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass Lüften dann tatsächlich besser als Infektionen schützt, vor Infektionen schützt als Luftreinigungsgeräte, eben nicht untersucht. Und insgesamt muss man sagen, dass die Studienlage, was die konkreten Schlussfolgerungen für die Infektionskonzepte betrifft, eher problematisch. Denn dem besagten Aerosolforscher von der Bundeswehr-Universität, das habe ich gleich mir zum Beispiel vorgeworfen, auch in der Vergangenheit schon Auftragsarbeiten von Luftfilterherstellern erstellt zu haben, deshalb nicht ganz frei von Interessenslagen zu sein. Jo. Die Stuttgarter Studie hingegen ist eine Auftragsarbeit der Stadt Stuttgart, die etwa von der Wissenschaftsredaktion des SWR in der Berichterstattung dazu auch ganz offen als Legitimationsstudie zur Kostenvermeidung angesehen wird. Und angesichts solcher sumpfiger Untiefen ist es wohl am sinnvollsten, sich auf das zu beziehen, worin sich alle einig sind. Und alle Studien kommen zu dem Fazit, dass qualitativ hochwertige mobile Luftreiniger gerade für die kalte Jahreszeit in Schulen sinnvoll sind. Und sie besagen in der Regel, dass das Lüftungskonzept eben mit mehrmals Stoßlüften nicht ausreicht. Und die Einschätzung des Umweltbundesamtes, ja, die heißt, in Räumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit, keine raumlufttechnische Anlage und so weiter, kann die Zufuhr von Außenluft durch den Einbau von Abluftanlagen erhöht werden und alternativ wäre auch der Einsatz mobiler Luftreiniger sinnvoll. Und wie gesagt, wir müssen auch nochmal drüber reden, handelt es sich um Stoßlüften, handelt es sich um Querlüften. Also insofern muss man jetzt doch einfach mal sagen, es bleibt eine berechtigte Forderung dort, wo es notwendig ist und wo wir feststellen, dass das Infektionsrisiko eben durch Querlüften nicht behoben werden kann, nachzurüsten. Und das heißt dann tatsächlich erstmal Luftfilter mobil für die Kasseler Schulen dort anzuschaffen, wo sie gebraucht werden. Und insofern halte ich den Diskussionsbeitrag der CDU in dem Zusammenhang durchaus auch für zielführend. Wir würden diesen Antrag, diesen Änderungsantrag übernehmen und dann gucken wir mal. Tatsache ist, und darum geht es mir, wir brauchen eine konstruktive Diskussion. Ich finde das teilweise auch ein bisschen sehr aufgeregt und sehr bemüht, die jeweils andere Position als fachlich unqualifiziert darzustellen. Ich glaube, wenn man das ein bisschen mehr an der Sache orientiert, dann kommen wir auch zu einem anderen Diskussionsstil. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich mich zu der Schwurbelei von der AfD hier heute nicht äußere.